Eine Puppe, zwei Puppen, noch eine Puppe, eine Fledermaus. Schöne Übertreibung. Am Telefon spult man seine besten Phrasen ab. Unser Mann indessen, der zu porträtierende Kölner Bürger Toni Munzlinger, 30, zieht aus jedem halbwegs verständlichen Gespräch allergrößten Nutzen. Die Linien verdichten sich zu Leitungen und diese wiederum beißen sich an einer ausgebrochten Filmkamera fest. Woraus man folgern darf, dass er dieses Medium nicht minder hoch als seinen eigenen Job einschätzt. Das Wirken des satirischen Zeichners Munzlinger beruht auf einem gediegenen Lebenslauf, der naturgemäß im Babystall beginnt. Schon als Baby lernte ich meine Umwelt und die ersten Höhepunkte meiner Karriere kennen. Das achte Lebensjahr bildete einen entscheidenden Einschnitt. Er taucht empor aus kindlicher Unwissenheit. Obwohl vorzugsweise bei Beerdigungen eingesetzt, widmete ich mich dem Genuss einer dicken Zigarre, worauf es mir heute noch übel ist. Infolgedessen raucht Toni jetzt nur noch aus satirischen Anlässen. Und er fällt zurück in tiefe Depressionen beim Anblick von Schulzeugnissen. Es reicht allenfalls zum Autodidakten. Der Genuss von Kaffee beflügelt ihn. Vor allem in der Nacht. Als gereifter Zeichner stößt Munzlinger zum Kern der Dinge vor. Er erfährt, dass in den Netzen jeder halbwegs anständigen Bürokratie das Leben zum nichtigen Schein wird. Man muss nicht unbedingt eine Spinne sein, um sich hier durchzubeißen, nicht wahr? Munzlinger zeichnet erst seit 1962 professionell. Vorher stand er im Dienst einer Fluggesellschaft und verkaufte ab und zu seinen aus dem Handgelenk geschüttelten Humor an Zeitungen. Inzwischen hat er im Tempo eines Sprinters drei Bücher mit Zeichnungen gefüllt. Munzlinger liebt lauten und leisen Jazz. Und er sieht ihn auch so. Wer sich zur Weltraumidee bekennt, muss die Konsequenzen ziehen. Ausgerechnet der Umgang mit dem Tod
trägt dem Satiriker Munzlinger den größten Erfolg ein. Respektlos zerlegt er ihn in seine wichtigsten Bestandteile und überlässt uns das Lachen. In einem Anflug unverantwortlicher Kühnheit reißt er dem Tod das Skelett aus dem Leib. Ein Halswirbel, zwei Halswirbel. Ungezählte Halswirbel. Immer diese Übertreibung.